Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid zur dritten Folge von Klarkommen mit der Untertan von Heinrich Mann. Heute mit Zahn-OP, geschwollener Wange, aber das schadet nichts für den Inhalt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, dass ihr auch die Folgenvideos nicht verpasst und dann lasst uns auch schon starten. Ihr seht hier noch einmal die Übersicht über das erste Kapitel und alles, was darin vorkommt. Die Seitenzahlen sind die Seitenzahlen der Hamburger Lesehefte. Wenn ihr mit einer anderen Ausgabe arbeitet, müsst ihr das natürlich anpassen. Aber es hilft schon, sich einen Überblick zu verschaffen. Ihr seht, wir haben die frühe Kindheit hinter uns gelassen und jetzt kommt der nächste Abschnitt, die Schule. Da Diederich nicht als unbeschriebenes Blatt in die Schule kommt, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick auf die Familienkonstellation werfen. Diederich wächst unter einem Vater auf, der hauptsächlich daran interessiert ist, dem Kind gesellschaftliche Normen mit, wenn nötig, auch harten Strafen zu vermitteln. Gleichzeitig ist er in der Familie und im von Diederich beobachtbaren Arbeitsleben als Chef der Papiermühle eine unangreifbare, also mächtige Autorität. Und diese mächtige Autorität erfährt Diederich als Gewalt, der man sich unterordnet, weil man sonst bestraft wird. Und an der Macht des Vaters hat das Kind sogar teilweise ein bisschen Anteil, wenn es nämlich zum Beispiel sich von den Arbeitern, also sozusagen merkt, dass wenn es den Arbeitern die Zeit verrät, an dem der Vater nach Hause kommt, um die Arbeiter kontrollieren zu können, dass er sozusagen auch Macht in diesem Machtgefälle zwischen Chef und Angestellten hat. Das heißt, Diederich findet schon sehr früh heraus, dass wenn man ganz bestimmte Funktionen nutzt, dass man an einer Macht von jemand anderem teilhaben kann. Das wird später noch wichtig werden. An den weichen und fantasievollen Seiten seines Kindes ist Herr Hässling überhaupt nicht interessiert. Auch weil die damalige Gesellschaft diese Seiten als nicht zukunftsfähig und zukunftsträchtig betrachtet hat. Im Roman findet ihr immer wieder Urteile über Personen, die Kunst machen oder Kunst lieben, zum Beispiel die Mutter, die Romane liebt, was der Vater abwertend beurteilt, oder eine Figur, die später auftaucht, Wolfgang Buck, der gleichaltrig ist und aus derselben Stadt kommt wie Diederich Hässling. Und der zwar Jura studiert, aber schließlich seine Juristenkarriere an den Nagel hängt, um selbst Schauspieler zu werden und so weiter. Diederich lernt von seinem Vater nur, dass man Normen befolgen muss, da jeder Mensch Normen aber nie vollständig erfüllt, vor allem nicht in den ersten Lebensjahren als Kind, hält sich Diederich schon als Kind für einen ungenügenden Menschen, also jemand, der den Regeln nicht genügt. Alle weichen und fantasievollen Seiten an seinem Charakter kann er nur mit der Mutter leben, die aber wiederum von dem Vater genau diese Seiten verheimlicht oder der diese Seiten seiner Frau scharf verurteilt, also Spaß zum Beispiel an Konversation, Liebe zu Geschichten und Romanen, Gefühle zeigen. Da Frau Hässling diese Seiten selbst auch nicht verteidigt gegenüber ihrem Mann, muss das Kind alle diese Charakterzüge an sich selbst verurteilen und beginnt diese normalen Eigenschaften eines Menschen tief zu misstrauen. Das heißt, misstraut sich selbst, wenn er gefühlvoll ist oder wenn er selbst Fantasie zeigt. Und später, das wird sich dann in dem Roman noch rausstellen, auch allen Menschen, denen er begegnet, die in dieser Richtung Begabung zeigen oder Interesse. Also das heißt, er verachtet sich einmal dafür, dass er die Normen, die Regeln nicht so gut befolgen kann, wie der Vater das verkörpert. Also die Macht diese Regeln verkörpert, und zum anderen misstraut er allem, was sozusagen diesem mütterlichen Weichen zugeordnet wird. Und dieses Kind weiß sozusagen nach der Primärsozialisation, dass es selbst schlecht ist, also es schätzt sich selbst gering, es hat keinen Selbstwert.
Und es verortet sich und sucht die Ordnung in der Welt dadurch, dass es schaut, wo ist die Macht, der ich mich unterordnen kann und wo sind die Schwächen oder die Schwachen, die ich kontrollieren muss. Und genau mit dieser Schablone, die Welt zu besehen, geht Dietrich Hässling nun aus der Familie in die erste Institution, die sozialisiert, nämlich die Schule. Also halten wir fest, Dietrich hat kein Selbstbewusstsein, sondern bekommt eine Idee von dem Ort, an dem er selbst in der Welt ist, nur dadurch, dass er sich nach von außen gesetzten Regeln orientiert. Das heißt, sucht, wer hat die Macht, wer kann Macht durchsetzen, an welche Regeln muss ich mich halten, damit ich dann sozusagen über andere Macht bekomme. Die Schule ist hier natürlich ein Kosmos, der diese von der Familie erzeugte Charakterstruktur noch einmal ausbaut. Dietrich hat keinen inneren Kompass, der ihm sagt, wer er ist, sondern er scannt die Welt nach denen, die stärker sind, also mächtiger, und denen ordnet er sich vollständig unter. Das ist seine masochistische Seite. Und dann sucht er die, die schwächer sind als er, über die er Macht ausüben will. Und das ist seine sadistische Seite. Das bedeutet, er orientiert sich in der Welt also er sieht die ganze Welt als Machtgefüge und die Schule begegnet ihm als ein Ort, an dem auch wirklich so eine Hierarchie der Mächtigen für ihn sichtbar ist. Also, dass der Direktor über dem normalen Lehrer steht, dass sozusagen er später sozusagen auch noch Denunziationen mitmacht. Also er wird sozusagen derjenige, der bei den Lehrern seine Klassenkameraden verrät, wer schlecht über Lehrer redet, wer abschreibt und so weiter. Und dadurch ordnet er sich in dieses System so ein, dass er auch einen Teil der Macht abbekommt. Er braucht diese beiden Pole, da er sonst nicht weiß, wer er ist. Und diese Doppelstruktur ist genau die, die Erich Fromm meint, wenn er von einem autoritären Charakter spricht. Und ihr wisst aus dem ersten Video, dass Heinrich Mann den Untertan geschrieben hat, bevor überhaupt die Wissenschaft diese psychologischen Mechanismen erforscht hat. Und dass Heinrich Mann hier so einen weitsichtigen Roman geschrieben hat, ohne dass es diese Forschung über diesen Charakter überhaupt schon so geht, ist ein Teil der Faszination, die Menschen für diesen Roman haben. Wenn wir uns also jetzt einmal Dietrich anschauen, dann haben wir hier Dietrich als zwar kleinen Jungen, also die Schullaufbahn wird hier mit dem Beginn des Gymnasiums, also 5. Klasse, beschrieben. Und wir schauen mal, wie Heinrich Mann diesen Anfang gestaltet. Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war, nach den Märchenkröten, dem Vater, dem lieben Gott, dem Burggespenst und der Polizei, nach dem Schornsteinfeger, der einen durch den ganzen Schlot schleifen konnte, bis man auch ein schwarzer Mann war, und dem Doktor, der einen im Hals pinseln durfte und schütteln, wenn man schrie, nach allen diesen Gewalten geriet nun Dietrich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal ganz verschlingende, die Schule. Das heißt, hier wird sozusagen die Schule als eine Fortentwicklung aller Mächte, denen er als Kind ausgesetzt war, die eher so einzeln waren. Einzelne mächtige Figuren, die das Kind zwar in Angst und Schrecken versetzt haben, aber die keine Hierarchie ausbilden. Und jetzt in der Schule bekommt Dietrich ein Gespür für ein Machtgefüge. Dietrich betrat sie heulend, also die Schule. Und auch die Antworten, die er wusste, konnte er nicht geben, weil er heulen musste. Allmählich lernte er den Drang zum Weinen gerade dann auszunutzen, wenn er nicht gelernt hatte, denn alle Angst machte ihn nicht fleißiger oder weniger träumerisch und vermied so, bis die Lehrer sein System durchschaut hatten, manche üblen Folgen. Dem ersten, der es durchschaute, schenkte er seine ganze Achtung. Er war plötzlich still und sah ihn über den gekrümmten und vors Gesicht gehaltenen Arm hinweg voll scheuer Hingabe an. Hier wieder das Wort Hingabe. Immer blieb er den scharfen Lehrern ergeben und willfährig, also gehorsam. Den Gutmütigen spielte er kleine, schwer nachweisbare Streiche, deren er sich nicht rühmte.
Mit viel größerer Genugtuung sprach er von einer Verheerung in den Zeugnissen, also von schlechten Noten in den Zeugnissen, von einem riesigen Strafgericht. Bei Tisch berichtete er, heute hat Herr Behnke wieder drei durchgehauen und wenn gefragt ward, wen, einer ward ich. Das heißt, Diederich schaut auch in der Schule, wer sind diejenigen, die mächtiger sind, die ihn durchschauen, wenn er anfängt zu lügen, also wenn er sein Weinen benutzt, um Strafen zu entgehen. Das heißt, er versucht nicht wirklich ein guter Schüler zu sein, sondern er versucht in diesem Machtmechanismus die Orte zu finden, an denen er durchkommt und gleichzeitig bewundert er diejenigen, die ihn bei seinen Lügen ertappen. Das heißt, er verortet sich in diesem Spiel zwischen wer hat die Kontrolle über eine Situation? Das heißt, das heulende Kind, wo man dann auf einmal netter zu ist, kontrolliert ja an der Stelle auch die Situation mehr. Aber diejenigen, die gnadenlos die Regeln der Institution Schule durchsetzen, ohne Menschlichkeit, die bewundert er. Weil er aus seiner frühesten Kindheit sich einer unterordneten Macht hingibt. Weiter im Text. Denn Diederich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu einem unpersönlichen Ganzen, zu diesem unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, ihn beglückte. Dass die Macht, die kalte Macht, also gefühllose Macht, an der er selbst, wenn auch nur leidend, also bestraft werdend, teilhatte, sein Stolz war. Das heißt, er hat so wenig Selbstwertgefühl, dass er diesen Machtmechanismus, dieses Machtgefüge braucht, damit er sich selbst überhaupt irgendeine Bedeutung geben kann im Leben. Weswegen er diese Machtstrukturen auch so bewundert und sich ihnen total hingibt. Also einmal bewundert er strenge Lehrer, das habe ich euch ja auch aufgeschrieben, er bewundert die Regeln, die dazu führen, dass er bestraft wird an bestimmten Stellen, auch teilweise geschlagen wird. Und es wird hier nochmal sehr deutlich im nächsten Satz, am Geburtstag des Ordinarius begrenzte man Katheter, also das ist das Lehrerpult, und Tafel und Diederich umwand sogar den Rohrstock. Also Diederich gibt sich nicht nur diesem ganzen Schulapparat hin, sondern er schmückt sogar auch noch das Instrument, den Rohrstock, mit dem er durchgehauen wird, also mit dem er bestraft wird. Und damit, mit dieser Steigerung, Unterordnung unter strenge Lehrer, angeben mit Strafen, die man erhalten hat und dann auch Schmücken des Bestrafungsinstrumentes, das ist ja so eine Steigerung, die Heinrich Mann hier nutzt, zeigt er, wie viel Hingabe dieses Schulkind an diese Machtstruktur gibt. Und dann haben wir jetzt wieder den zweiten Aspekt, nämlich den sadistischen, also das war der masochistische Aspekt, jetzt kommt der sadistische Aspekt, nach dem du natürlich auch schauen musst, wenn du versuchst, die Charakterstruktur auf diese verschiedenen Umfelder, in denen sich Diederich Hässling bewegt, anzuwenden. Und jetzt geht es eben um diesen sadistischen Bereich, in dem man versucht, Kontrolle über Menschen oder Sachen zu bekommen. Und Diederich nutzt es hier auf verschiedenen Ebenen. Einmal spielt er Lehrern, die gutmütig sind, Streiche, die er aber geheim hält. Auch um sozusagen, weil er nicht so genau, also auch die gutmütigen Lehrer sind ja Teil der Institution, die er verehrt. Deswegen greift er sie nur im Geheimen an. Also er opponiert nicht wirklich offensiv gegen diese Struktur. Dann gibt es eine lange Szene, in der er sich so als Vollstrecker des gesellschaftlichen Antisemitismus zu der Zeit aufschwingt. Heinrich Mann gestaltet die Szene so, dass er einen jüdischen Mitschüler, angefeuert durch seine eigene Klasse, demütigt und sich und fühlt, dass er sozusagen hier für die Christenheit handelt. Das heißt, Diederich handelt nicht so sehr aus einem persönlichen Groll, sondern er sucht sich eine höhere Machtstruktur, hier die Religion, und nimmt jede persönliche Verantwortung von sich selbst weg. Nochmal kurz ein Originalzitat, das ist in den Hamburger Leseheften auf Seite 12. Er hielt ihn, also den jüdischen Mitschüler, fest, trotz allem Widerstand. Er war stark.
Was Diederich stark machte, war der Beifall ringsum, die Menge, aus der heraus Arme ihm halfen, die überwältigende Mehrheit drinnen und draußen, denn durch ihn handelte die Christenheit von Netzig. Wiewohl man sich fühlte, bei geteilter Verantwortlichkeit und einem Schuldbewusstsein, das kollektiv war. Das heißt, Diederich spürt hier das erste Mal dieses Aufgehen in einer Masse, man kann hier sogar sagen in einem Mob. Und er sucht sich aber eben nicht persönlichen Hass, sondern er sucht sich diese Machtgefüge hier, die Religion, um das zu rechtfertigen und von sich selbst die Verantwortung wegzuschieben. Genauso funktioniert es auch, wenn er sozusagen andere Mitschüler denunziert. Das heißt, er arbeitet sich nach und nach hoch und wird zu so etwas wie einem Spion des Schulleiters, des Oberlehrers, der hilft, Mitschüler bei Regelverstößen zu überführen. Also eigentlich denunziert er Mitschüler. Und auch hier hören wir uns noch einmal eine Stelle an. Schauen wir also noch einmal in seine Reaktion, wenn er Mitschüler verpfeift. Denn er, also Diederich, spürte, ward irgendwie an den Herrschenden gerüttelt, eine gewisse lasterhafte Befriedigung, etwas ganz unter sich Bewegendes, fast wie ein Hass, der zu seiner Sättigung rasch und verstohlen ein paar Bissen nahm. Durch die Anzeige der anderen sühnte er die eigene sündhafte Regung. Das heißt, Diederich kann sich selbst zwar nur verstehen als ein Rädchen in so einem Machtsystem, aber immer, wenn einer, der über ihm steht, strauchelt oder sozusagen gestürzt wird von seiner Machtposition, empfindet er eigentlich so etwas wie Befriedigung, weil diese ständige Unterdrückung, der er unterworfen ist, wird trotzdem als Schmach und Scham bewertet, nur wird dieses Gefühl nicht gegen den, der die Macht ausübt, gerichtet, sondern dann gegen Schwächere. Und wenn ihr diese Szene hier anschaut, dann seht ihr das zum Beispiel auch ganz am Anfang. In der Familie gab es diese Situation, wo sein Vater die Treppe runterstürzt und er eigentlich lacht. Das heißt, sich auch genauso daran freut, dass sein Vater, der ja in der Kindheit die absolute Gewalt ist, sozusagen auch Schwäche zeigt. Oder ganz am Anfang in dem Schulkapitel, wenn sozusagen Lehrer, der eine Lehrer, der wahnsinnig wird, wo er sagt, es gibt noch eine größere Macht, nämlich das Irrenhaus, also gemeint ist die Psychiatrie. Damals hat man da diesen abwertenden Begriff Irrenhaus benutzt, über einem Lehrer steht. Oder der andere Lehrer, der entlassen wird sozusagen, wo dann die Schulleitung über dem Lehrer steht. Das heißt, er freut sich im Prinzip, wenn auch Mächtigere, die eigentlich Druck auf ihn ausüben, dann zu Fall kommen. Gleichzeitig ist es so, wenn ihr weiterlest, andererseits empfand er gegen die Mitschüler, deren Fortkommen seine Tätigkeit in Frage stellte, zumeist keine persönliche Abneigung. Hier ist es wieder, dass er sozusagen eigentlich gar nichts persönlich gegen die hat, die er verrät an die Lehrer. Er benahm sich als pflichtgemäßer Vollstrecker einer harten Notwendigkeit. Und da seht ihr hier auch wieder dieses Wegschieben von Verantwortung, dieses Aufgehen, dadurch, dass man sich selbst einer Macht so hingibt, komplett, sich selbst von aller Verantwortung freizusprechen. Und das geht so weiter, dass, wenn ihr diese Szene weiter liest, er den Mitschüler, dem er eine gefälschte Aufgabe überlässt zum Abschreiben, damit der Lehrer ihn überführen kann, dass er abschreibt, am Abend in der Gastwirtschaft und umarmt und ihn seinen besten Freund nennt, und zwar ganz aufrichtig. Das heißt, für Diederich Hässling ist es überhaupt kein Problem, jemanden zu verraten und gleichzeitig der Meinung zu sein, man sei der beste Freund, da er überhaupt keine Verantwortung übernimmt, weil er alle Verantwortung der Institution abgibt, der er sich unterordnet, in diesem Fall der Schule und ihren Regeln. Und das war's für heute von der Sozialisationsinstanz Schule. Als nächstes schauen wir in sein Studium rein und das kommt aber dann in der nächsten Folge.